ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wie ihr vielleicht wisst, habe ich einige Hobbys, die zum Teil auch einen ziemlich großen Zeitaufwand haben, wie zum Beispiel Videos produzieren. Und ich dachte mir, ich möchte heute mit euch einfach mal über 5 Methoden reden, die das Zeitmanagement effektiver machen, die die Arbeit einfach ein Stück weit intensivieren und dadurch eben auch einfach produktiver und schneller zum Ziel führen. Das Ganze sind keine Techniken, die ich mir ausgedacht habe, sondern Techniken, die sich andere schlaue Menschen vor mir ausgedacht haben. Aber ich dachte, ich möchte heute mit euch mal so ein bisschen drauf schauen, inwieweit sie wirklich die Produktivität unterstützen, inwieweit sie wirklich effektiver sind und wo natürlich auch die Vor- und Nachteile liegen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit dem Video. Die erste Technik, die ich euch vorstellen möchte, ist die Pomodoro-Technik. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört. Die besagt im Prinzip, dass man sich als erstes alles aufschreiben soll, was man an Arbeit zu tun hat, also quasi eine umfangreiche To-Do-Liste erstellen soll. Und dann in kleinere Teilschritte einteilen soll, die ungefähr 25 Minuten dauern, weil das die Zeitspanne ist, die man wirklich effektiv arbeitet, weil man sich dann nämlich zum Schluss einen Wecker stellt und 25 Minuten lang offline an dieser Aufgabe arbeitet im Idealfall und dann eine Pause von 5 Minuten macht. Diesen Zirkel wiederholt man dann 4-mal und dann macht man eine größere Pause von etwa 30 Minuten. In diesen Pausen kann man sich dann mit komplett anderen Dingen beschäftigen. Es ist einfach wichtig, dass man da wirklich rauskommt, dass man auf andere Gedanken kommt, dass man vielleicht was am Handy macht oder einen kurzen Abschnitt liest oder ja, einfach ein Mini-Workout macht, einen kleinen Spaziergang, whatever. Einfach, dass man wirklich komplett mit den Gedanken woanders ist. Diese Technik ist meiner Meinung nach insbesondere dann zu empfehlen, wenn ihr Aufgaben habt, die zufälligerweise genau 25 Minuten dauern oder Aufgaben, die mehrere Kleinigkeiten sind, beispielsweise Mails beantworten, Telefonate führen, eine Hausarbeit, eine Hausaufgabe, all sowas, auch sowas wie Geschirrspüler ausräumen zählt für mich dazu, aber meiner Meinung nach nicht ganz so effektiv für größere Aufgaben wie Facharbeiten schreiben oder Praktikumswappen erstellen, Videos drehen, weil das eben Aufgaben sind, wo man sich sehr, sehr gerne drin verrennt und die einfach ein hohes Maß an Planung erfordern. Ich habe für dieses Video beispielsweise auch mit der Pomodoro-Technik gearbeitet. Allerdings hat mich das ein bisschen Arbeit gekostet, weil ich im Vorfeld genau planen musste, damit meine einzelnen Schritte nur 25 Minuten lang gehen. Das heißt, ich habe mir erstmal ein Konzept geschrieben, wo ich mir alle Techniken rausgesucht habe. Dann habe ich die Bearbeitung überlegt, wie ich das Video gerne gestalten möchte. Habe dann natürlich aufgebaut und drehe jetzt und im Schnitt nachher wird es kaum möglich sein, eine Pomodoro-Technik anzuwenden, weil man dann einfach so drin ist und das Ganze nicht unterbrechen möchte nach 25 Minuten, sondern ich dann lieber durchziehe. Also ich persönlich wende die Technik am allerliebsten an, wenn ich wirklich viele Kleinigkeiten habe, die in der schnellstmöglichen Zeit erledigt werden müssen, weil man eben durch dieses Offline-Arbeiten beziehungsweise auch einfach, ja, dadurch, dass man darauf achtet, alle Ablenkungen zu entfernen, wirklich sehr, sehr viel effektiver, produktiver und auch schneller arbeitet und das Ganze für mich dadurch eine sehr, sehr coole Methode ist, um ja, viele Aufgaben schnell zu erledigen. Das nächste Prinzip ist das Pareto-Prinzip, das man auch 80-20-Regel nennt und es besagt im Prinzip, dass man 80% der Arbeit in 20% der Zeit schafft und für die letzten 20% der Arbeit aber 80% des Gesamtaufwandes braucht. Dabei geht es vor allem einfach um Prioritätensetzung. Man könnte als Beispiel angeben, zum Beispiel, dass 80% des Umsatzes durch 20% des Kunden gemacht werden oder 20% der Produkte 80% des Lagerraumes einnehmen. Es geht eben einfach darum, dass man die konkreten Prioritäten verteilt und dadurch eine Effektivität schafft. Dabei ist die Kernfrage sozusagen, was muss tatsächlich erledigt werden, damit ich schnellstmöglich 80% des Gesamtergebnisses schaffe. Ein Vorteil des Ganzen ist definitiv, dass man lernt, klare Prioritäten zu setzen und eben auch nicht immer 100% perfektionistisch zu arbeiten, sondern eben sich auch einfach mal mit nur 80% zufrieden gibt. Das kommt natürlich ganz darauf an, was ihr macht und in welchem Kontext das Ganze geschieht. Aber mir hat es beigebracht, einfach ja, sehr, sehr viel gezielter an manchen Aufgaben zu arbeiten und auch die Prioritäten anders zu verteilen. Ein Nachteil ist dabei definitiv, dass man eben auch das Ganze schnell als Ausrede benutzt, weil man sich sagt, ja gut, die Pareto-Regel besagt, dass mir auch 80% des Ergebnisses reichen, aber manchmal braucht man eben doch 100% und muss dann eben auch 100% Zeit aufwenden. Das heißt, man muss wirklich für sich selber auch einschätzen können, braucht die Aufgabe nur 80%, braucht die Aufgabe
100% oder kann ich auch einfach mit nur 20% des Aufwandes das für mich bestmögliche Ergebnis erzielen? Dabei, wie schon erwähnt, ganz, ganz wichtig, die Prioritäten zu setzen und ja, auch einfach nicht falsch zu priorisieren, sondern das Ergebnis im Hinterkopf zu haben sozusagen. Meine dritte Methode ist die Alpen-Methode oder ALPEN-Methode, die an sich nichts mit den Alpen zu tun hat, sondern eben ein Akronym ist für A, Aufgaben und Termine notieren, L, Länge schätzen, P, Pufferzeit einplanen, E, Entscheidungen treffen und N, Nachkontrolle. Das ist im Prinzip das Konzept, nach dem man fahren sollte, wenn man sich nach der Alpenregel befasst. Es funktioniert dann konkret so, dass man sich zunächst auch wieder alle Aufgaben notiert und damit quasi auch klare Termine setzt, wann die Aufgaben erledigt sein sollen. Dann bei L die Länge einschätzt, also genau einplant, wie lange brauche ich für diese Aufgabe. Aber auch ganz wichtig die Frage, wie viel Zeit möchte ich in diese Aufgabe investieren. Es gibt ja diese Aufgaben, wo man ewig dran sitzen könnte. Aber es gibt eben auch ja, eine klare Zeit, die man dafür einplanen sollte. Um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, was nicht unbedingt was mit mir zu tun hat, sondern einfach ja, mit der normalen Jobwelt. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Teammeeting macht, kann das Ganze 2 Stunden dauern. Man kann aber auch durch gute und konkrete Planung das Ganze in 30 Minuten abhandeln, indem man sich eben wirklich auf die wichtigsten Punkte beschränkt und das Ganze für alle sehr, sehr viel effektiver gestaltet dadurch. Bei P soll man sich dann Pufferzeit einplanen. Dabei ist wichtig, dass ungefähr nur 60% des Gesamtaufwandes wirklich in die Arbeit fließen. 20% der Zeit sind reine Pufferzeit, die ihr euch einplant für unerwartete Probleme, für unerwartete neue Aufgaben oder eben auch einfach für den Fall der Fälle, dass ihr nicht schnell genug vorankommt, dass ihr euch vielleicht ein bisschen verkalkuliert habt, damit ihr euch nicht komplett dann verrennt und euer ganzes Konzept aus dem Plan ist. Und die restlichen 20%, die man dann auch zur Verfügung hat, sind im Prinzip für soziale Aktivitäten während der Arbeit gedacht. Also für sowas wie mit Kollegen quatschen, Mittagspause, Raucherpause und so weiter und so fort. E besagt ja, dass man Entscheidungen treffen soll. Das heißt im Prinzip einfach nur, dass man die Entscheidung treffen soll, ob die Aufgabe heute erledigt werden muss oder ob sie auch noch ein wenig Zeit hat und eben dadurch auch einfach ja, eine konkretere Planung zustande kommt, nach der man dann eben einfach gucken kann, welche Aufgaben wirklich heute und jetzt erledigt werden müssen und welche ich mich entscheiden kann, auch noch morgen, nächste Woche, in einem Monat gar nicht zu machen. Und N ist meiner Meinung nach der wichtigste Punkt, der steht für Nachkontrolle. Einfach die Selbstreflexion an den Tag zu legen, zu sagen, gut, das waren zu viele Aufgaben heute, es waren nicht zu wenig Aufgaben. Was kann ich das nächste Mal besser machen? Muss ich vielleicht konkreter planen? Habe ich zu konkret geplant? Habe ich mich in der Aufgabe verrannt oder war alles zu schnell erledigt und ich musste dann gucken, welche Aufgaben ich jetzt noch anders verteilen kann? Das ist einfach sehr, sehr wichtig, auch ehrlich mit sich selbst zu sein und das gut einschätzen zu können. Das braucht ein bisschen Übung, bis man so die perfekte To-Do-Liste für den Tag hat. Aber wenn man sie dann hat, dann kann das Ganze sehr, sehr viel entspannter machen und auch sehr viel angenehmer. Ihr habt vielleicht schon während meiner Rede gerade gemerkt, dass das Ganze sehr auf Büroarbeit ausgelegt ist, beziehungsweise auch einfach auf die Arbeit miteinander. Also wenn man eine Aufgabe hat, die man in einer Gruppe erledigen muss oder wo man einfach täglich ins Büro geht und verschiedene Aufgaben hat. Allerdings ist ein Nachteil auch, dass man das Ganze nicht immer 100% genau planen kann, was ja eigentlich die Methode voraussetzt, dass man wirklich genau die Länge abschätzt. Das ist manchmal einfach nicht möglich und diese detaillierte Planung ist auch nicht in jedem Arbeitsumfeld möglich. Von daher ist es jetzt für mich persönlich nicht unbedingt eine angewandte Methode, beziehungsweise nur zum Teil angewandte Methode, weil ich einfach weder in einem Großraumbüro arbeite, noch irgendwie Aufgaben habe, wo ich mit anderen sonderlich viel sozial interagieren müsste. Wenn ich meine Videos drehe, dann kommt die soziale Interaktion immer erst später. Oder wenn ich Instagram-Stories mache und damit mal wieder meinen halben Tag verplempere. Das nächste Prinzip, das ich euch vorstellen möchte, ist das Eisenhower-Prinzip. Das werden vermutlich auch einige von euch. Das ist ein Konzept, das quasi die Aufgaben in 2 Kategorien einteilt, in Dringlichkeit und in Wichtigkeit. Und es ist ein Konzept, was vor allem in Führungspositionen zu empfehlen ist, da es eben ja, eine ganz, ganz klare Aufgabenverteilung gibt und man sich nach dieser orientieren muss, aber eben auch seine Mitarbeiter delegieren muss und das Ganze dadurch eben
nicht unbedingt für den kleinen Mitarbeiter zu empfehlen ist, sondern eher um das große Gesamtkonzept nicht aus dem Auge zu verlieren. Eisenhower hat im Prinzip 4 Punkte aufgestellt, nachdem man ja die Fragen leiten sollte. Das erste ist wichtig, aber nicht dringlich. Das sind Aufgaben, die ihr dann genau terminieren solltet und die ihr dann auch selbst erledigt. Das ist ganz wichtig. Das nächste, Punkt 2, wichtig und dringlich. Das sind die Aufgaben, die alleroberste Priorität haben, die ihr sofort selbst erledigen solltet. Punkt 3, nicht wichtig, aber dringlich. Das sind Aufgaben, die ihr getrost an Mitarbeiter beispielsweise abgeben könnt oder die ihr auch einfach delegieren könnt sozusagen. Das müsst ihr nicht selber erledigen, weil die Aufgaben eben weder die oberste Priorität haben, noch besonders wichtig sind, aber eben einfach schnell erledigt werden müssen. Und die letzte Kategorie ist weder wichtig noch dringlich. Meiner Meinung nach eine der wichtigsten Kategorien, weil das eben die Kategorie ist, die man komplett vergessen kann, die man nicht bearbeiten sollte und auch nicht bearbeiten muss, weil sie eben einfach weder zur Priorität noch zur Zielsetzung beiträgt und von daher einfach komplett irrelevant ist. Aber manchmal hat man ja so im Kopf, man muss noch dies und jenes machen. Und wenn man sich dann aber vor Augen führt, dass es eigentlich weder wichtig noch dringlich ist, dann kann man die Aufgabe auch erstmal getrost vergessen. Sollte sie aber, wenn man das selber so einschätzt, im Hinterkopf behalten, um sie eventuell auf später zu verschieben, bevor sie dann wichtig und dringlich und schnell zu erledigen ist. Da muss man dann immer so ein bisschen abschätzen. Ihr merkt schon, ich mag diese Methode zum einen, bin aber auf der anderen Seite auch ein bisschen kritisch, weil es eben schwierig ist einzuschätzen, was wichtig und dringlich ist. Das gibt eben keiner vor. Und dadurch ist es sehr, sehr subjektiv und eben im Auge des Betrachters. Und man muss aufpassen, dass man nicht dazu kommt, plötzlich eine falsche Priorität zu setzen oder die falschen Aufgaben als wichtig und dringlich einzuordnen und dann andere Aufgaben, die eigentlich wichtig und dringlich wären, vielleicht gar nicht bearbeitet oder an Mitarbeiter delegiert. Da muss es immer so ein bisschen einfach die Abschätzung dahinter sein. Und das Ganze gilt meiner Meinung nach eher als Orientierungsrahmen und nicht unbedingt als Struktur, die man 24/7 immer auf alles anwenden kann. Manchmal gibt es eben auch Aufgaben, die weder wichtig noch dringlich sind, die aber trotzdem irgendwo zum Ziel führen, weil sie eben einfach gemacht werden müssen. Und da müsst ihr dann wirklich immer individuell auch das Ziel im Hinterkopf haben und danach dann entscheiden, wie hoch die Prioritäten der einzelnen Aufgaben sind. Und das letzte Konzept, das ich euch vorstellen möchte, ist mein persönliches Konzept, was sich irgendwie so ein Stück weit an allen Methoden ein bisschen orientiert. Ich arbeite ganz, ganz viel damit, dass ich Prioritäten setze. Das heißt, ich schreibe mir am Anfang der Woche auf, was meine To-Dos für die Woche sind. Und habe auch im Hinterkopf immer schon so eine ungefähre Länge, wie lange ich dafür brauchen könnte, um dann abschätzen zu können, was ich an einem Tag mache. Um das Ganze jetzt mal an einem Beispiel festzumachen, nehme ich mir zum Beispiel den Montag und schreibe mir zuerst die Daily-Aufgaben auf. Das sind einfach Dinge, die wirklich fast jeden Tag erledigt werden müssen, die nicht jeden Tag auf meiner To-Do-Liste stehen, logischerweise. Sowas wie aufräumen, Wäsche wegräumen, Spülmaschine ausräumen, Küche aufräumen, sowas eben, was man so macht, wenn alle anderen aus dem Haus sind und man selber die Einzige ist, die morgens irgendwie aufräumen kann. Ja. Und dann sortiere ich meine Aufgaben nach ganz klaren Prioritäten. Das ist meiner Meinung nach ein sehr, sehr effektives System, weil ich wirklich Priorität 1 habe und das die Aufgaben sind, die als allererstes erledigt werden müssen, die auch am allerwichtigsten sind, weil sie entweder ja eine nahe Deadline haben oder weil sie die Aufgaben sind, die ich erfüllen muss, um andere Aufgaben erledigen zu können. Dann die Priorität 2, die eben ja quasi wichtig, aber nicht dringlich ist, wenn man jetzt mal nach Eisenhower geht. Also Aufgaben, die im Idealfall noch am Montag gemacht werden sollten, wo es aber auch nicht schlimm ist, wenn eine Aufgabe nicht sofort bearbeitet wird, sondern auch auf den Dienstag fällt. Und dann Kategorie 3 oder Priorität 3, das sind eben die Aufgaben, die ich mache, wenn ich wirklich alles andere fertig habe, die aber momentan noch nicht allzu wichtig sind. Am Dienstag würde dann die Priorität 2 zur Priorität 1 werden, meine Priorität 3 zur Priorität 2 und ich würde mir neue Prioritäten 3 ausdenken, was eben einfach dazu führt, dass alle Aufgaben bearbeitet werden, dass auch alle Aufgaben nach spätestens 3 Tagen erledigt sind und ja, man dann einfach immer wieder den Kopf frei hat und sich mit neuen Dingen auseinandersetzen kann und nicht die ganze Woche an einer Aufgabe hängt, die im Prinzip eigentlich nicht sonderlich aufwendig ist, aber eben einfach erledigt werden muss.
Und da arbeite ich dann auch sehr, sehr gerne zusammen mit dem Pareto-Prinzip, dass wenn ich diese Kleinigkeiten habe oder auch einfach größere Aufgaben, ich mir die sehr, sehr gerne aufteile in verschiedene kleine Kategorien, um das Ganze schnellstmöglich und auch besonders effektiv nach der 80-20-Regel zu erledigen. Also wirklich 80% des Aufwandes in 20% der Zeit zu schaffen. Da ist es eben auch einfach gut, dass ich mir diese Prioritäten setze und dadurch ja schon eine klare Struktur vor mir habe, wie das alles funktionieren sollte. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein paar nützliche Tipps mitgeben. Mir ist natürlich bewusst, dass Zeitmanagement etwas ist, was nicht für jeden anwendbar ist, was irgendwo auch sehr, sehr individuell ist und wo man auch viel in der Kritik steht, wenn man seinen Tag quasi durchplant. Ich bin auch niemand, der jetzt alles durchplant, aber ich habe schon immer gerne ein großes Gesamtkonzept vor Augen, um einfach ja viele Dinge miteinander zu vereinen und ja, dass nichts quasi runterfällt an der Seite und ich jedem auch gleich viel Beachtung schenke, was ich eben durch dieses Prioritätensystem ganz gut schaffe. Das ist übrigens auch nicht ganz von mir, sondern von Carmen, von Kamuschka. Das ist ein Instagram-Kanal, den ich euch zum Thema Organisation empfehlen möchte. Genauso wie auch der Kanal Ella the Bee, beide in der Infobox verlinkt, die einfach sich sehr, sehr viel auch mit Zeitmanagement auseinandersetzt und da gute Tipps hat, die auch ihren eigenen Kalender hat, den ich sehr, sehr empfehlen kann, weil er einfach ganz großartig ist. Und sie beide eben einfach sehr, sehr inspirierende Persönlichkeiten sind, die ja, sich mit dem Thema gut auseinandersetzen, auch kritisch auseinandersetzen, was ja immer wichtig ist und da einfach ja interessanten Content schaffen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich jetzt natürlich auch über einen Daumen nach oben freuen. Auch gerne eure Zeitmanagement-Tipps in die Kommentare. Ansonsten kommt ihr da zu meinem letzten Video. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Tschüss!